So, mit Hilfe der Kapuze soll Divisional jetzt herankommen. Das sieht auch gut aus. Alle Pferde in den Boxen. Und der Start zum Vernell-Rennen in diesem Moment erfolgt. Es führt gleich aus der Maschine heraus Giolino die Teilnehmer an. Dahinter ist Choco Wonder dicht auf mit Romance Story im Gefolge. Weiter außen Divisional. Dahinter die Farben von Saturday auszumachen. Und hinten im Feld zunächst mal Iquitos und La Facella. So sind die Teilnehmer auf dem Weg zum Ende der Gegenseite. Giolino führt an zweiter Position Romance Story. Außen aber kann sich Divisional hier weiter vorschieben. Legt sich etwa an die dritte Position. Dahinter an der Innenseite Choco Wonder, begleitet von Saturday, dahinter Iquitos und La Facella. So sind sie auf dem Weg zum Berg hin unterwegs mit Giolino, der weiterhin das Feld anführt. An zweiter Position nun außen Divisional. Dicht auf bleibt aber Romance Story, auch Choco Wonder und außen vor allen Dingen Saturday hat sich da vor dem Berg noch verbessern können, ist jetzt auf Position 4 auszumachen. Dann La Facella und Iquitos. So sind sie oberhalb des Anstieges angekommen, nähern sich dem Schlussbogen. Es führt unverändert Giolino an zweiter Position Divisional. Drittes Pferd an der Innenkante, dann Romance Story vor Saturday, Choco Wonder, dann außen La Facella und schlusslich Iquitos, die gerade erreicht. 400 Meter noch bis zum möglichen Erfolg. Innen führt Giolino, dahinter wird nun aber Romance Story eingesetzt. Weiter zur Bahnmitte hin versucht La Facella vom Ende des Feldes zu kommen und an der Innenseite auch Choco Wonder noch mit im Gespräch. Giolino aber legt zu. Giolino mit Romance Story, dahinter kommt La Facella nicht so recht weiter, aber Iquitos meldet sich außen. Iquitos wird noch stark. Giolino, Iquitos außen kommt und Iquitos ist da, kurz vor dem Ziel und könnte es noch geschafft haben. Iquitos wahrscheinlich vor Giolino, dahinter Romance Story. Und hier ist auch schon der vorläufige Richterspruch zum siebten Rennen. Im Vernell-Rennen siegte mit der Programmnummer 1 der dreijährige Hengst Iquitos. Auf dem zweiten Platz die 5 Giolino, vor der 2 Romance Story und auf dem vierten Rang die 7 La Facella. 1-5-2 das vorläufige Resultat im siebten Rennen. Und damit ein Sieg, der nach Hannover geht, an das Quartier von Hans-Jürgen Gröschel. Für den Stall Mulligan ist Iquitos erfolgreich. Für den Trainer war es Saisontreffer Nummer 14 und im Sattel Norman Richter, der hier zu seinem 9. Jahreserfolg.